Und damit kommen wir zum zweiten Finale des Tages. Das ist die Kampfrichterin aus Korea. Und das sind die Athleten. Nestor Kergiani aus Georgien, der Europameister des Jahres 2003. Mit 4 Siegen in das Finale gekommen. Und auf der anderen Seite, das ist der Goldmedaillengewinner von Sydney 2000. Das ist Tadahiro Nomura. Bei den letzten Weltmeisterschaften nur Dritter. Das war für den Japaner schon eine Enttäuschung. Denn diese Weltmeisterschaften fanden in Japan statt. Und da war es für ihn schon ein kleiner Weltuntergang, als er da nur Dritter wurde und einem Kämpfer aus Korea, nämlich Min-ho Choi, den Vortritt lassen musste. Der gewann Gold, holte sich den WM-Titel. Heute könnte es umgekehrt sein. Der Koreaner auf Platz 3. Tadahiro Nomura jetzt im Finale mit der Möglichkeit, Nestor Kergiani auszuschalten, um zum zweiten Mal in seiner Laufbahn Olympiasieger zu werden. Aber der Georgier, ein ganz ausgebuffter Kämpfer, ohne Scheu vor großen japanischen Namen. Hat man ja schon oft gesehen, dass die Kämpfer aus den ehemaligen Sowjetrepubliken den Japanern ein Bein stellen können. Und Nestor Kergiani ist so einer, dem kann man das zutrauen. Für die österreichischen Judo-Freunde ein kleiner Hinweis. Ludwig Peischer ist in der ersten Runde ausgeschieden. Er hatte es mit dem Weltmeister Min-ho Choi zu tun, der auf den Bronzerang kam. Verlor dort, da lag er zurück mit einem Koka, verlor dort. Und wurde kurz vor Schluss, als er dann noch einmal richtig offensiv wurde, mit einem Ippon erwischt. Also Ludwig Peischer ausgeschieden. Aber der Mann ist 22 Jahre, der Europameister aus Österreich. Und da sollten die nächsten Spiele für ihn das große Ziel sein. Noch einmal die Leistung von Oliver Gussenberg nicht hoch genug zu würdigen. Gegen diesen Mann in Weiß, da hat er verloren in Runde 2 und im Kampf um den Einzug in das kleine Finale, in den Kampf um Bronze, da verlor er gegen den Weltmeister Min-ho Choi. Also Platz 7, ein guter 7. Platz für Oliver Gussenberg. Hier im Duell, fast Halbzeit jetzt, Nomura führt mit einem Koka. Die bekam er durch eine Bestrafung wegen Inaktivität, die Nestor Kergiani zugesprochen wurde. Der wurde jetzt wiederum bestraft, wieder wegen Inaktivität. Und mittlerweile also Führung mit Yuko, einer mittleren Wertung durch diese zwei Passivitätsbestrafungen für den Georgier. Bislang alles andere als ein optisch schönes Finale. Der Georgier, die typisch unorthodoxe Kampfhaltung, die wir von ihm kennen, mit einer Hand nur greift er den Judogi des Gegners, steht in der extremen Linksauslage, versucht das Judo mehr zu verhindern als eigene Attacken erfolgreich abzuschließen. Mittlerweile auch eine Bestrafung in Inaktivität für Nomura, aber der führt immer noch mit einem Yuko, einer mittleren Wertung, zu einem Koka, einer kleinen Wertung. Aber er muss aufpassen, der Georgier ist gefährlich, gerade wenn es in die letzten Sekunden eines Kampfes geht. Da darf er sich nicht ausruhen auf der Yuko-Führung. Zumal mit einer weiteren Bestrafung wegen Inaktivität für den Japaner der Gleichstand wieder hergestellt sein wird.
Ja, Nomura kommt nicht so recht klar mit dem Georgier, der versucht eigentlich nur den Kampfstil des Japaners zu verhindern, die Techniken des Japaners schon im Keime zu ersticken. Aber kassiert dafür eine weitere Bestrafung wegen Inaktivität. Ich denke, das ist auch in Ordnung so, wenn das auch nicht besonders schön ist für den Verlauf dieses Finales, wenn wir hier nur Strafen sehen. Der Japaner hat durch die Bestrafung, die dritte Bestrafung des Georgiers, seine Führung ausgebaut. Führt jetzt mit Vasari zu Koka. Muss jetzt eigentlich nur noch ein bisschen aktiv bleiben in den 36 Sekunden und aufpassen, dass er sich nicht vom Georgier überraschen lässt, um so zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Ja, er versucht es, Kergiani nochmal. Mit einer Eindrehtechnik wird abgeblockt und nun geht der Japaner natürlich im Boden nach. Und gewinnt so auf jeden Fall eine Menge Zeit. Könnte jetzt in einen Haltegriff sogar noch überwechseln, wenn er das Bein aus der Umklammerung lösen kann. Aber dann ist die Zeit abgelaufen. Ein Finale, das sicherlich die judotechnischen Feinheiten vermissen ließ. Aber mit einem klaren Sieger. Und das ist dieser Mann hier, der auch vor diesen Olympischen Spielen zum absoluten Favoritenkreis gerechnet werden musste. Tadahiro Nomura, der Olympiasieger von Sydney, gewinnt auch in Athen olympisches Gold, schlägt im Finale Nestor Kergiani, der wegen Inaktivität sich drei Strafen einfängt. Silber also für den Georgier, Gold für den Japaner Tadahiro Nomura. Die Bronzemedaillen gehen, das haben wir gesehen, an Minho Choi aus Korea und an Changbata aus der Mongolei. Und ein hervorragender siebter Platz, das kann man nicht oft genug sagen, für Oliver Gussenberg vom JC Crocodiles Osnabrück. Und bei den Frauen aus dem gleichen Verein die erste deutsche olympische Medaille, und die erzielt eine Judoka, nämlich Julia Matthias aus Osnabrück, gewinnt die Bronzemedaille. Sie schlägt im kleinen Finale Karagandjopoulos aus Griechenland mit Ippon für Uchimata und holt die erste Medaille für Deutschland. Das war der erste Tag im Judo. Morgen geht es weiter mit den Klassen bis 66 und bis bei den Männern und bis 52 Kilogramm bei den Frauen. Das werden wir nachrichtlich verarbeiten für Sie. Dann melden wir uns am Montag wieder mit den Judo-Finals. Ich sage tschüss, bis Montag, Ihr Alexander von der Grün.